Herzlich willkommen an alle heute zur 15. Folge unserer Webinarreihe mit dem Titel Atlas, das elektronische Ausfuhrverfahren. Gut, mit Atlas kann man nicht nur ein Ausfuhrverfahren anstrengen, sondern auch andere, da kommen wir später drauf. Aber das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen. Mein Name ist Madeleine Läufger. Ich bin Referentin in der internationalen Abteilung von der IHK Nordwestfalen und darf heute durch das Webinar leiten. Wie immer eine halbe Stunde. Wie immer ist es so, dass wir zunächst Kamera und Mikro für Sie stumm geschaltet haben, damit wir erst einmal durchs Thema durchgehen können. Am Ende haben Sie die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen. Die können Sie direkt schon im Chat stellen. Wir werden dann am Ende nochmal darauf zurückkommen oder später dann eben auch mit Kamera und Mikro, wenn wir das für Sie freigeben, auch direkt live. Ja, wir haben heute wieder eine Expertin zu Gast zum Thema Atlas. Herzlich willkommen, Frau Messerschmidt. Ich würde vorschlagen, Sie stellen sich einmal selbst vor, sagen, wer Sie sind, was Sie machen, woher Sie kommen. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Katrin Messerschmidt und ich bin Geschäftsführerin von der Emoloc Customs Consulting GmbH. Seit 2021 gibt es uns, wir haben uns abgespalten von der Emoloc GmbH und das Thema Zoll ist seit mittlerweile über 16 Jahren mein Steckenpferd, also meine Berufung geworden. Und dazu gehört unter anderem Atlas. Ja, sehr schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie mit uns und mit den Teilnehmenden das Expertenwissen teilen. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt ins Thema. So viel Zeit haben wir ja nicht. Ja, sehr gerne. Also, legen wir mal los. Thema Atlas heute. Wir fangen mit dem Grundsätzlichen an. Was ist das genau? Was ist die Atlas-Anwendung? Und welche Bedeutung hat die Anwendung denn eigentlich für den deutschen Zoll, beziehungsweise dann eben auch für Unternehmen, die in der Außenwirtschaft tätig sind? Die Software wurde von der Generalzolldirektion ins Leben gerufen, programmiert haben es dann entsprechend Angestellte und übersetzt oder eine Kurzform Atlas, die für automatisiertes Tarif- und lokales Abwicklungssystem steht. Das soll halt den Unternehmen helfen, Zollanmeldungen an den deutschen Zoll zu übermitteln. Der Zoll bekommt viele Vereinfachungen, er kann vom System unterstützt werden, um die Zollanmeldungen abzuwickeln. Und es hat unter anderem auch Schnittstellen zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, zum Statistischen Bundesamt und auch zum Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung. Okay, also sind wir da schon im Bereich Digitalisierung? Ja, da ist viel erleichtert worden, dann eben durch diese Schnittstellen, durch die Anbindung. Und wir haben weniger Formulare, die dann irgendwie per Post oder persönlich dann zu den Zollstellen hingebracht werden müssen am Ende. Ja, ganz genau. Also das ist für die beteiligten Zollbeamten und auch die Unternehmen, die Abwicklungen tätigen, viel besser. Vorher musste man mit dem per Hand oder Schreibmaschine ausgefüllten Dokument zum Zollamt fahren. Das heißt, wir sparen uns Wege und wir können auch Anmeldungen tätigen, bevor die Ware überhaupt ankommt. Das heißt, der Zoll kann eine Entscheidung treffen, möchte ich überhaupt eine Prüfung durchführen oder kann ich im Moment der Ankunft der Ware direkt eine Freigabe erteilen? Also ganz gut. Wir haben schon ein bisschen Digitalisierung in bestimmten Abläufen drin. Das ist ja ganz nett. Bereitgestellt, haben Sie ja schon gesagt, wurde es über die deutsche Generalzolldirektion. Und da ist aber irgendwie auch immer der ITZ-Bund mit dabei. Also man sieht manchmal, wenn man auf der Webseite ist, dass es da Verlinkungen gibt. Ich glaube, das gucken wir uns später auch nochmal an. Was ist da genau der Hintergrund? Die Generalzolldirektion müsste eine eigene Abteilung stellen für den IT-Bereich, so viel wie die anderen Ministerien auch. Mhm. Und dann hat man das Ganze zentralisiert im ITZ-Bund des Bundes. Und dann hat man da einfach Ressourcen, also man konnte es kompensieren und kann dadurch besser agieren. Okay, also da werden dann einfach die ganzen IT-Anwendungen gebündelt für bestimmte Bundesbehörden und das ist dann der ITZ-Bund am Ende. Genau. Genau, der IT-Dienstleister für die deutsche Bundesverwaltung eben. Okay, also das haben wir dann schon mal geklärt. Das ist das System. Warum gibt es das? Beziehungsweise ist es ja eigentlich auch eine ganz gute Erleichterung. Und welche Funktion hat denn jetzt das System genau? Also was kann ich als Unternehmen damit anfangen? Wofür kann ich das benutzen? Ja, wir haben einmal die Ausfuhr, so wie unser Titel heute auch sagt.
Man kann aber seit eigentlich als allererstes konnte Atlas Importzollanmeldungen, wenn man Ware in Deutschland importiert. Nachher kam seit 2009 die Ausfuhr und folgend wurden dann die Sonderverfahren hinzugeführt. Ware, die in ein Zolllager geführt wird oder aus einem Zolllager herauskommt. Zudem Ware, die nicht an einer Grenzzollstelle verzollt wird, sondern mit dem sogenannten Transitverfahren, Versand, dann auch im Inland verzollt wird oder man fährt durch ein anderes Land hindurch. Viele benutzen das für den Italienverkehr, um durch die Schweiz durchfahren zu können. Und das letzte Verfahren, was man realisiert hat, waren die Postanmeldungen und das nennt sich Impost. Okay, also gibt es eigentlich in dem Sinne zu jeglichen Zollverfahren oder zu jeglichen Import-Export-Verfahren über Atlas die Möglichkeit, das dann eben dort anzumelden und die gesamten Daten dann damit abzuwickeln. Genau. Okay. Kann ich dann auch ein anderes System benutzen oder muss ich zwingend tatsächlich dann Atlas benutzen? Wenn man in Deutschland eine Zollanmeldung tätigt, sowohl Import als Export, muss man über Atlas gehen. Und in anderen EU-Ländern gibt es eigene Zollsoftware, die programmiert sind. Langfristig gesehen möchte man daran arbeiten, dass man eine einheitliche Software benutzt. Das ist aber noch nicht genau ausdiskutiert, wie das aussehen soll, weil jedes Land sein Hoheitsrecht nicht abgeben möchte. Ja, da hatten wir ja schon in der Vorbereitung ein bisschen gesprochen, das ist schwierig. Da gibt es natürlich verschiedene politische Interessen, je nachdem, welches Land das genau ist. Also da können Sie auch gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber das ist nun mal im Moment Status quo. Ja. Das heißt, wenn man in Deutschland etwas mit Import, Export, Anwendungen, Verfahren etc. zu tun hat als Unternehmen, kommt man um Atlas wirklich nicht drumherum. Genau. Richtig. Tatsächlich ist es so, dass es sogar im Unionszollkodex steht. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, ist es der Artikel 6 Absatz 1 des UZK, regelt tatsächlich den Austausch von Informationen und dann eben auch über Atlas. Das ist die Grundlage und deswegen kommt man da tatsächlich auch nicht drum rum. Genau. Jetzt ist es aber so, Atlas ist grundsätzlich das System, aber es gibt natürlich dann trotzdem Anwendungen oder Schnittstellen mit anderen Sachen. Wie kann ich das System jetzt genau benutzen? Also gehe ich jetzt einfach ins Internet und auf eine Internetseite und gebe da meine ganzen Daten ein oder brauche ich eine spezielle Software, die ich kaufen muss oder Lizenzen kaufen muss? Wie sieht das genau aus? Es gibt grundlegend eine Information oder eine Wirtschaftsnummer, die man erstmal beantragen muss. Das ist die EORI-Nummer und die hat eigentlich jedes Unternehmen, das importiert oder exportiert, weil mit dem ersten Transport man diese Nummer beantragen muss. Und das ist dann erstmal der Schlüssel, um zu Atlas zu gelangen. Und das kann man auf zwei verschiedene Wege machen. Wenn man kleine Volumen hat, nutzt man dafür in der Regel die Internetzollanmeldung. Dazu braucht man zusätzlich das Elster-Zertifikat. Und wenn man viele Anwendungen hat oder auch über Schnittstellen zum ERP-System sprechen möchte, muss man zwangsläufig von einem Softwareanbieter die Atlas-Anbindung kaufen oder leihen. Okay, also um überhaupt erstmal Atlas nutzen zu können als System, halte ich fest, Punkt 1, EORI-Nummer als importierendes oder exportierendes Unternehmen, da komme ich eh nicht drum rum. Genau. Ja? Und dann ist es so, entweder ich nutze die Internetanwendung oder ich kann mir eine Software aussuchen, die es da am Markt gibt. Da gibt es verschiedene Softwareanwendungen sicherlich und ich glaube, über eine einfache Suche, über geeignete Suchmaschinen findet man dann auch relativ schnell Anbieter. Genau, und dann muss man schauen, wo die Ziele liegen des Unternehmens. Möchte man eher eine Schnittstellenaffinität haben oder eine besondere Unterstützung, um auch Warenursprung und Präferenz mit dieser Software abzubilden. Und daraus ergibt sich dann, welchen Anbieter man möchte und auch natürlich die Kostenfaktoren nicht zu verachten. Wir können ja gerne mal reinschauen. Beim Deutschen Zoll gibt es ja tatsächlich auch eine Webseite. Da kann man das alles ganz gut nachschauen. Wir teilen das mal mit Ihnen. Wie immer, wir haben da mal was vorbereitet.
Teile ich jetzt einmal den Bildschirm und dann müssten wir einmal direkt auf die Seite des deutschen Zolls schauen. Das haben wir hier. Wie gesagt, über eine einfache Suchmaschinensuche, wenn Sie Zoll eingeben oder dann eben www.zoll.de, da haben Sie dann hier entsprechend eine Seite, eine gesamte Themenseite zu Atlas eigentlich. Also genau, die Internetseite wurde, glaube ich, vor 4, 5 Jahren neu aufgesetzt. Die Informationen, die draufstehen, sind super. Nur sie zu finden, bedarf einen Moment. Also dort empfehle ich, die Suche zu nutzen. Okay. Tatsächlich ist es so, es gibt sehr, sehr viele Informationen. Klicken Sie sich da einfach mal durch. Da können Sie auch nichts falsch oder kaputt machen. Es gibt ja auch verschiedene Wege, wie man zu den einzelnen Punkten findet. Und ich glaube, auch zu jedem einzelnen Thema, das Sie hier sehen, gibt es am Ende auch eine FAQ-Liste. Wir können ja hier mal kurz reingehen bei Atlas Allgemein. Jetzt muss ich die Seite erstmal laden. Genau, gibt es immer auch hier Fragen und Antworten. Und da kann man sich das durchlesen und dann kommt man eigentlich schon relativ weit. Genau. Okay. Und jetzt hatten wir ja festgehalten, es gibt einerseits diese Softwareanwendung, da gibt es dann eben die Anbieter, die wahrscheinlich auch eigene Webseiten haben und eigene Vertriebswege, wo man sich auch mal informieren kann, wie genau das System aussieht. Ja. Ja, und dann gibt es aber auch eben diese Internetlösung, die man übers Internet einfach über den Browser machen kann. Genau, dazu braucht man das Elster-Zertifikat. Das ist übrigens nichts anderes als das Zertifikat, was die Buchhaltung auch nutzt, um die Steueranmeldung Okay. verschlüsseln. Und da kommt man hin tatsächlich. Jetzt schauen wir nochmal zurück. Wenn Sie hier auf der Startseite sind, kommt man hier runter. Und hier über den Bereich Internet-Zollanmeldung kommt man dann auf den Bereich, dass es dann möglich ist, über den eigenen Browser die Daten an den Zoll weiterzugeben. Es ist natürlich auch möglich, es kann ja sein, dass man eine Software nutzt, aber die fällt mal aus oder da gibt es dann mal Probleme und man hat aber zum Beispiel eine Lieferung, die muss unbedingt an dem gleichen Tag noch rausgehen. Und dann ist das natürlich dann eine Notfalllösung, ja, die man dann auch als Unternehmen gut nutzen kann. Genau, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Atlas selber kann ausfallen, sodass der ITZ-Bund ein Masterticket herausgibt und man muss dann ein Notfallverfahren eröffnen. Oder es ist der Softwareanbieter, der eine Störung hat. Und wenn man dann nicht über die Internet-Zollanmeldung gehen könnte, muss man halt schauen, ob man vielleicht mit einem Dienstleister gegebenenfalls eine Anmeldung tätigen kann, weil der einen anderen Softwareanbieter nutzt. Ja. Oder man ist mit der Internet-Zollanmeldung so gut ausgestattet, dass man das entsprechend nutzen kann. Ja, also schauen wir mal hier, Zugang zu den Internet-Zollanmeldungen. Und hier habe ich dann eigentlich für jedes Verfahren oder für verschiedene Anwendungen dann eben auch die entsprechenden Links, richtig? Genau. Gut, und da hatten wir auch tatsächlich dann auch eine offen. Und zwar, wir hatten die Internet-Ausfuhranmeldung, die IAA Plus einmal uns rausgesucht und da kann man dann eben drauf gehen und dann die Daten selbst eingeben, die man dann zusammengesammelt hat. Na, man muss sich dann mit einer Authentifikator-App noch anmelden, also da das Elster-Zertifikat platzieren und entsprechend dann würden sich die Felder öffnen, um eine Ausfuhranmeldung zu erstellen. Da möchte ich aber auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass jetzt links in dem Bereich die MRN-Statusauskunft zu sehen ist, einfach für die Unternehmen, die schon eine Ausfuhrmeldung geschrieben haben. Und die müsste eigentlich schon erledigt sein, weil zu jeder Ausfuhrmeldung ein Erledigungsvermerk gehört, der sogenannte Ausgangsvermerk. Und dann kann man das prüfen, ob der auch wirklich schon vorliegt oder nicht. Da einfach sicherstellen kann, wenn man selber das Dokument erstellt hat, warum kriege ich den Ausgangsvermerk nicht? Oder der Spediteur hat die Zollanmeldung erstellt und ich habe noch kein Ausgangsvermerk von ihm weitergeleitet bekommen. Also kann ich da, wenn ich die MRN habe zu meinem Vorgang, kann ich da auch immer noch mal gucken, wo genau steckt das? Genau, ist die Ware noch in Deutschland bzw. der EU oder hat sie schon den europäischen Raum verlassen? Ja, also das ist auch noch ein ganz guter Tipp. Da gehen wir auch noch mal rauf.
Dann kann man dann auf der Webseite, gehen Sie da selbst drauf und da können Sie dann eben die MRN eingeben, beziehungsweise ich glaube, da gibt es noch ein, zwei andere Informationen, die abgefragt werden, damit das zusammenpasst, nicht, dass dann jeder mit einer Einstellung uns angeschaut und diese MRN-Abfrage und haben festgestellt, gerade wenn Not am Mann ist, ja, dann kann man das eben dann auch über die Internetzollanmeldung, über den Browser dann ganz einfach. Gut, also wir halten fest vom letzten Punkt. Ich kann das Atlas-System insofern nutzen, wir haben eine Software oder wir gehen übers Internet. Ja. Dafür brauche ich in jedem Fall die EURI-Nummer. Wenn ich übers Internet gehe, brauche ich zusätzlich noch das Elster-Zertifikat des Unternehmens, also das, was ich von der Steuer nutze. Ja, richtig. Das Elster-Zertifikat ist gratis, die EURI-Nummer ist gratis. Also man hat hier alle Möglichkeiten geschaffen, dass auch kleine oder mittelständische Unternehmen sich daran versuchen können bzw. selbstständig agieren dürfen. Sehr schön. Oder ich kann natürlich auch, das ist jedem Unternehmen natürlich frei zur Verfügung gestellt, ich kann das auch über einen Dritten machen lassen, diese Anmeldung, und kann sozusagen da dann auch den Auftrag geben, dass dann solche, Anmeldungen etc. dann nicht in meinem eigenen Unternehmen laufen, vielleicht weil ich die Kapazitäten nicht habe, sondern ich kann das abgeben. Genau, das bieten die Spediteure an oder auch reine Zollagenten, sodass man dann für die Anmelder, die exportierenden oder importierenden Unternehmen das übernehmen kann. Mhm. Sehr gut. Wenn ich jetzt tatsächlich das alles eingerichtet habe, ich habe eine Software oder ich bin dann über den Browser tatsächlich in der Anmeldung drin, was muss ich denn jetzt genau für die Verfahren angeben? Also welche Daten werden denn grundsätzlich bei jedem Verfahren abgefragt? Was muss ich vorbereiten? Genau, es ist der Beteiligte erstmal selbst, der sich dort erkenntlich zeigen muss mit der EURI-Nummer. Und dann wird halt gefragt, wer ist der Absender der Ware? Wer soll die Ware empfangen? Um welche Ware handelt es sich überhaupt? Die Zolltarifnummer, entweder 8-stellig im Export, 11-stellig in der Einfuhr, muss angegeben werden mit einer entsprechenden deutschen Warenbeschreibung. Gewichte, dazu gehören halt Brutto-Netto-Gewichte, die Verpackungseinheiten, aber auch der Warenwert, der wird in der im Export auch anonymisiert, sodass halt das Dokument das nicht ausweist. Und die Ursprungsländer sind so die grundlegenden Informationen. Und die Dokumente werden entsprechend mit Codierungen verschlüsselt. Und das sind dann sicherlich auch Daten, die dann für die Statistik genutzt werden, über den Zoll, dass man dann eben über die Status dann die jährlichen Export-Import-Zahlen sich anschauen kann. Genau, also das wird automatisch weitergeleitet mit jeder Zollanmeldung, die über Atlas getätigt wird, sodass man da einen Background-Check hat und käme es da zu Ungereimtheiten, Rückfragen seitens des Statistischen Bundesamtes, würden die auch mal einen Brief schreiben, dass der per Post reinkommt oder der Telefonhörer wird geschwungen. Okay, und da muss ich dann aber tatsächlich auch angeben, falls ich zum Beispiel Dual-Use-Waren habe, Genehmigungen, die genehmigungspflichtig sind etc., das wird sicherlich auch abgefragt, richtig? Richtig, also bei der Zollanmeldung ist das nicht nur so, dass man rein zolltechnisch schaut, ob die Ware auch frei ist, sondern man muss sich auch an das Außenwirtschaftsgesetz halten und muss die Prüfung für Verbote und Beschränkungen, wenn sie die Tarifnummer bedarf, auch angeben. Okay, das sind dann die berühmt-berüchtigten Codierungen. Die kennen Sie sicherlich alle, da brauche ich jetzt keine Y-Nummern anzugeben, aber wenn, dann kann man das auch sicherlich nachgucken in einem Merkblatt, richtig? In einem Merkblatt findet man zunächst die Angaben, die als Pflichtangaben oder obligatorisch zu leisten sind für die einzelnen Anmeldungen. Mhm. Und dieses Merkblatt für Zollanmeldungen und summarische Anmeldungen ist auf der Internetseite zoll.de abzurufen. Wenn man die entsprechenden Codierungen und die Prüfungen einsehen möchte, muss man in den elektronischen Zolltarif oder kurz das EZT online einmal die Abfragen starten. Genau, das EZT ist ja auch immer dann damit verbunden. Wir können noch mal kurz reinschauen. Wir hatten ja hier dieses Merkblatt auch schon mal aufgemacht. Wir teilen das noch mal kurz mit Ihnen, dann können wir zusammen reinschauen. Und zwar ist das eine PDF-Datei, die findet man tatsächlich auch über die einfache Suche bei zoll.de, richtig? Genau. Genau, also wenn Sie Merkblatt Zollanmeldungen eingeben, dann finden Sie das. Und das ist so mehr oder weniger das
woran ich mich so langhangeln kann, wenn ich das erste Mal mache, richtig? Genau. Also man kann dann den Bereich raussuchen, ob man jetzt für den Import, für den Export oder auch für den Versand eine Anmeldung erstellt und fängt dann von oben nach unten an, die Angaben zu prüfen. Wir gehen mal hier auf eine Seite. Hier beginnt es dann, richtig? Für den Export. Und dann stehen erstmal grundlegende Informationen. Und das erste Feld, das hier erläutert wird, ist Art der Anmeldung, sodass man halt in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Und alle Waren, die die Europäische Union verlassen, werden eigentlich mit EX kodiert und CU nur, wenn es sich um steuerliche Sondergebiete handelt, die man zum Beispiel bei den Kanaren hat, wenn dort Ware hin verschickt wird. Okay, also so sehe ich dann mit jedem einzelnen Schritt, was kann ich angeben und suche mir dann das entsprechend Richtige raus. Genau, und es ist auch nochmal definiert, wenn man nicht genau weiß, was heißt jetzt Empfänger. Ist im Export nämlich ganz wichtig, dass man dort den Warenempfänger angibt, nicht den Rechnungsempfänger. Zum Beispiel, und das ist ja gut, dann haben wir da eine Anleitung und können uns dranhangeln. Sie kriegen den Link dazu auch im Nachgang nochmal zugeschickt, dann können Sie sich das gerne nochmal zu Gemüte ziehen. So, und nun gibt es ja seit letztem Jahr tatsächlich, also seit 2023, eine neue Version von Atlas. Und zwar ist das die Version AES 3.0. Genau, der Export musste angepasst werden, weil wir seit 2016 den Unionszollkodex haben, das Gesetz auf europäischer Ebene. Wir aber bis letztes Jahr die Exportzollanmeldung noch nicht in einem einheitlichen Datenformat elektronisch hatten auf EU-Ebene. Und so hat man jetzt das XML-Format ausgewählt, das international sehr häufig verwendet wird und aufgrund dessen für die Europäische Union und die Exportzollanmeldung angewendet wird. Okay, das ist dann unionsweit gleich. Jeder benutzt XML und so wurde dann auch eben diese Version darauf umgestellt. Genau, wenn eine Ausgangszollstelle in einem anderen europäischen Land stattfindet, kann man halt viel einfacher diesen Datensatz, der über die Grenze in Belgien, oder in Belgien ist vielleicht nicht das bekannteste Beispiel, aber Frankreich rausgehen soll nach England, dann wird das Ganze halt einfach rübergeschickt. Vorher musste die Datei umgewandelt werden und konnte dann erst elektronisch nach Frankreich weitergeleitet werden. Okay, also auch wieder eine Vereinfachung. Jetzt geht alles schneller. Ist ja nur besser für die Unternehmen tatsächlich. Und es gibt, was ich gehört habe, es gibt neue Datenfelder, die dazugekommen sind, zusätzlich zu den Daten, die ich eh schon angeben muss. Ja, die Behörden möchten mehr Informationen haben, also eine Datenhoheit gewinnen. Und dazu möchte man jetzt seit dem Release zusätzlich Angaben über den Beförderer, die Person, die die Waren über die Grenze hinaus verbringt, haben. Man möchte eigentlich das genaue Kennzeichen haben, das das Transportmittel besitzt, so wie die Ursprungsländer. Vorher konnte man alles, was im Ausland produziert wurde, also China, USA, Mexiko, zusammenfassen. Jetzt muss man jedes Land einzeln kodieren, was halt einen höheren Aufwand oder höhere Kosten verursacht bei den Unternehmen. Es werden Sicherheitsdaten für den Export aus der EU mit angegeben. Dann kommen Koordinaten hinzu, ein Datenfeld, was aktuell zwar noch nicht genutzt wird, aber im Hinblick auf die Entwaldungsverordnung wichtig wird. Und die Unterlagen sind ebenfalls auf Kopfebene jetzt möglich. Das ist analog zum Import eingeführt worden, weil man da die Zollanmeldung mit Unterlagen auf Positions- und auf Kopfebene füllen konnte und in der Ausfuhr nicht. Okay, also viele neue Begriffe, viele neue Datenfelder, die zusätzlich dazugekommen sind. Einige müssen jetzt schon ausgefüllt werden. Genau. Wie sieht es denn im Moment aus, wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, welcher LKW rausfährt? Weil ich habe jetzt zwei, ich weiß noch nicht, ob links oder rechts beladen wird. Was gebe ich dann genau an? Ja, das wurde super lange und viel diskutiert. Und daraufhin hat dann die Generalzolldirektion auch reagiert, hat mit einer Atlas-Teilnehmerinformation bekannt gegeben, dass es ausreichend ist, bei einem mutmaßlichen Transport über LKW einfach nur mit Großbuchstaben LKW zu schreiben oder Großbuchstaben Schiff sowie Flugzeug, weil man das zum Zeitpunkt des Exportes oder wenn man die Waren verschicken möchte, einfach noch nicht
festlegen kann, gerade bei Kurierdiensten. Ich weiß nie, welcher Kurierdienst es abholt oder welches Fahrzeug dann letztendlich genutzt wird, um die Waren über die EU-Grenze zu bringen. Okay, also auch da gibt es tatsächlich eine Lösung, Workaround. Muss man einfach nur schauen, wo man die Informationen herbekommt. Entweder man ruft sie an tatsächlich, ja, oder gerne die IHK. Wir versuchen dann, ihnen Auskunft zu geben und ihnen zu helfen. Genau, und wir hatten nochmal Geodaten angesprochen. Also da kommt ja auch noch einiges auf Unternehmen zu mit der Entwaldungsverordnung zum Beispiel, dass man nachweisen muss bei Produkten, die aus Ölpalme oder Holz, Kautschuk etc. hergestellt wurden, dass man sagt, das kommt nicht aus einem Entwaldungsgebiet, und dann muss man entsprechend angeben, woher das dann kommt, und die Geodaten eingeben mit den entsprechenden Koordinaten dort, wo der Rohstoff hergestellt wird. Also das wird noch ein bisschen komplexer, und dafür ist das schon mal vorbereitet worden, tatsächlich im neuen Release. Okay. Gut, da wären wir jetzt erstmal schon durch und eigentlich auch am Ende der Zeit, aber trotzdem würden wir gerne nochmal reinschauen, wie sowas denn aussehen kann. Ja, wir haben jetzt eine Sache mitgebracht. Das ist nicht das Nonplusultra, es ist eine Version. Das möchten wir gerne dazu sagen. Es gibt verschiedene Anbieter von Softwaren. Da können Sie sich informieren, was es dort alles gibt. Aber dort sehen Sie zumindest eine Möglichkeit, wie es sowas aussehen kann. Und das ist jetzt ein Beispiel der Ausfuhr, richtig? Genau, die Ausfuhranmeldung. Das erste Blatt zeigt die Kopfdaten. Wer ist der Versender? Wer ist der Empfänger? Von wo nach wo schicke ich die die Ware, also von Deutschland in die USA? Das ist halt ein Testsystem, sodass ich halt nicht aus Versehen den Zoll mit einer Anmeldung belaste, die gar nicht tatsächlich stattfindet, sodass wir jetzt wieder eine Testzollstelle da oben drin stehen haben. Die Art des Geschäftes ist wichtig, wenn es mal kein direkter Verkauf ist, dass man ein Leasinggeschäft, eine Reparatursendung auch kenntlich macht. Die Incoterms werden abgefragt, der Warenwert ist hier zu sehen, und dann unterteilen sich die Kopfdaten noch in weitere Bereiche, und da haben wir zum Beispiel hier den Ladeort. Solange ich keine Geokoordinaten habe, muss ich hier nochmal die Adresse angeben, wenn man zum Beispiel einen separaten Produktionsstandort hat oder ein Lager. Und dann, wenn man in die Position hineingeht, gibt es hier jetzt zum Beispiel eine Liste. Man kann insgesamt 999 Positionen erstellen. Ich hoffe, keiner von Ihnen muss das heutzutage noch tippen. Dafür gibt es Schnittstellen. Ansonsten hat man hier dann bei der jeweiligen Position den KN-Code bzw. die Zolltarifnummer achtstellig. Es gibt manchmal Zusatzcodes, die im EZT veröffentlicht sind. Die Warenbezeichnung, wie gesagt, ganz wichtig. Deutsche Beschreibung, deutsche Worte zu verwenden und so genau, dass der Zöllner im Falle, die Zolltarifnummer geht irgendwie verloren auf dem Datenweg, die Ware auch selber wieder einreihen könnte. Das muss, um es mal lapidar zu formulieren, idiotensicher sein. Okay. Also keine Abkürzungen, das muss jeder verstehen können. Aber zumindest auch so, so wie ich das sehe, da auch keine Qualitätsmerkmale, sondern einfach nur beschreiben, was es ist. Aber ob das jetzt neu ist oder gebraucht oder so, das brauche ich da auch nicht reinschreiben. Wenn die Zolltarifnummer das nicht fordert. Also bei Fahrzeugen gibt es das zum Beispiel. Gebrauchtfahrzeuge. Gebrauchtfahrzeuge oder Neufahrzeuge. Da muss man es entsprechend nochmal benennen, auch wenn die Zolltarifnummer es aussagt. Bei allen anderen Sachen, Farbe, Größen, wie jetzt hier bei den Jacken, ist unerheblich. Das interessiert den Zoll nicht. Aber handgewebt zum Beispiel. Ja, das ist dann für die Einreihung wiederum wichtig. Ja. Und die Kodierungen, über die wir eben schon gesprochen haben, also es gibt halt hier Unterlagen. Ich habe jetzt hier gerade gar keine eingetragen, sehe ich. Dort würde man eine Handelsrechnung eintragen. Alles das, was die Ware wirklich begleitet. Und die Verbote und Beschränkungen, dadurch, dass ich die geprüft habe, aber mit dem Y-Code hier in dem Moment negativ, das heißt, es gibt keine Hund- und Katzenfälle und es ist auch nicht Dual-Use-fähig, mein Produkt, muss man das jetzt in den Bereich sonstige Verweise packen. Okay. Das war vorher mit in den Unterlagen. Okay, also da gebe ich dann die Kodierung entsprechend mit an. Negativkodierung kann man so grob zusammenfassen. Also wenn man eine Genehmigung hat, kommt sie auch in die Unterlagen, weil sie die Ware begleitet. Mhm.
Okay, gibt es da bestimmte Angaben, die ich auch freiwillig machen kann? Oder sind alles tatsächlich dann obligatorische Angaben? Man kann einige Felder zusätzlich füllen, aber das hängt davon ab, ob die so entsprechend programmiert wurden. Dafür muss man dann wieder ins Merkblatt schauen für die Zollanmeldung, ob man die ausfüllen darf oder nicht. Wenn man über das EZ, ach nicht das EZT, wenn man über eine Software geht, so wie ich jetzt, würde die mir auch sagen, wenn ich eine Eingabe tätige, ob er sie haben möchte oder nicht. Okay. Hier habe ich jetzt unten so Validierungsmeldungen, die sind halt nicht gefüllt. Das heißt, ich habe nichts, was ich vergessen habe, aber ich habe auch nichts, was ich zu viel eingetragen habe. Okay, also da sieht man zum Beispiel eine Möglichkeit, wie so etwas aussehen kann. Es gibt aber auch je nach Softwareanbieter und Softwarelösung natürlich auch andere Masken. Es kann eine andere Farbe haben, kann einen anderen Aufbau haben, aber am Ende werden ja dann immer dieselben Daten abgefragt. Genau. Wahrscheinlich eben auch in derselben Reihenfolge, weil es dann nun logisch sich nach dem dann auch richtet. Genau, weil das, was der Softwareanbieter aus unserer Eingabe macht, ist immer genau das gleiche Format, was an den Zoll geschickt wird. Egal, ob das der Softwareanbieter aus dem Norden oder aus dem Süden ist. Okay. Sehr schön. Ja, danke. Dann haben wir sowas auch nochmal gesehen, dass Sie sich das auch nochmal bildlich vorstellen können, wie genau das funktioniert. Und ja, dann wären wir eigentlich schon durch. Ich kann mich nur bedanken. Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick in das Thema. Sehr interessant und spannend. Sehr gerne. Und ja, vielleicht möchten wir jetzt noch mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie mögen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann zum nächsten IHK International Tuesday wieder und würden dann jetzt die Aufzeichnung beenden. Frau Messerschmidt, Sie können gerne noch mal das letzte Wort haben, bevor wir dann in den nächsten Bereich zur Frage und Antwort gehen. Ja, vielen Dank und ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen ermutigt, sich dem Thema näher zu widmen.